Hallo, willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Agonia in der etwas zähen Art. Ja, wir werden hier ständig attackiert von Banditen, von Dieben, von allem. Und ich mache nichts. Nein, das ist nicht wahr. Ich versuche mein Möglichstes und habe ja auch schon vieles unternommen. Aber es braucht halt alles seine Zeit. Das ist das Problem. Und ich muss halt immer wieder mal durchgucken, wo denn jetzt was gemacht wird. Hier beispielsweise geht es um Eisenlanzen. Da ist die Frage. Macht das Sinn, was ich da mache? Ich meine, ob das überhaupt Sinn macht, was ich da mache, ist eine andere Frage. Da wollte ich ganz kurz rein. Eisenlanzen bedeutet Veteranwachen. Veteranwachen bedeutet Kettenrüstung. Kettenrüstung bedeutet Rüstungsschmiede. Und Rüstungsschmiede bedeutet im Augenblick geht nicht. Ja, nee, aber auf lange Sicht gesehen, ja. Und was ich sowieso jetzt schwerpunktmäßig brauche, ich stehe jetzt hier gerade, ich gucke in Kettenrichtung. Schwerpunktmäßig brauche sind Soldaten und Waldläufer. Heißen die, glaube ich. Ich muss mal ganz kurz schauen. Wie sieht es damit aus? Abenteuergilde, Waldläufer, genau, das war das Problem. Da haben wir das mit den leichten Rüstungen. Und da ist das Problem, dass ich genau leichte Rüstungen im Augenblick nicht habe, weil wir kein Leder haben, obwohl wir halt Jäger haben. Aber Jäger, die können hier in erster Linie Kuppelhäschen jagen und die bringen, glaube ich, kein kein Leder. Hase. Der große paganonische Berghase. Eine häufige Zutat für Hauptgerichte. Ja, was? Stelle vor Status fertig? Achso, nee. Das ist hier was anderes. Ja, toll. Diese Einheit folgen. Oh, so heißt, was geht. Sehr, sehr lustig. Finde ich cool. Aber er bringt zwar Fleisch, aber er bringt kein Leder. Dafür sind die Hoppelhasen wahrscheinlich viel zu klein. Wir brauchen da anderes Getier. Beispielsweise hier dieses Reh. Rehe sind friedliche Kreaturen, die Leder liefern und aus deren Fleisch sehr gute Genussmahlzeiten hergestellt werden. Da haben wir auch schon das gleiche Problemchen. Ja, wir brauchen Leder aus diesem Getier und da kommen wir im Augenblick nicht ran, weil ja, ne, genau, dieses Gebiet gehört uns noch nicht. Wie sieht es hier aus? Ich habe 0 von 10 Wachen. Das ist nicht viel. Deswegen kommen wir hier auch nicht voran, weil uns da die Wachen fehlen. Hier habe ich 0 von 10 Soldaten. Das ist das gleiche Problem. Hier sind es immerhin schon mal 7 von 10. Und diesmal die etwas fortgeschritteneren Varianten. Da hoffe ich mal, dass die auf kurz oder lang die Möglichkeit haben, sich hier erstmal mit dem Diebeslager auseinanderzusetzen und auch hier ne, den Banditenlager so ein bisschen auf die Pelle rücken. Dieb angegriffen, auch diesmal ist es in diese Richtung. Ja, das ist genau, das sind die Kollegen. Stein, Kalkstein, Kohle. Moment. Fokuspunkt ist. Was? Kann ich mit dem sein? Hier irgendwie falsch. Der war's. So. Genau. Fokuspunkt habe ich da hingesetzt. Ich verlagere den mal hier so hin. Da habe ich Hoppelhäschen. Ich Diebe. Da juckt mir der Bart.
Scharlachblüten, alles wunderbar. Die finden alles nur ganz. Achso, vielleicht nicht so. Was ist Feuerholz? Entschuldigung. Auf Lachs finden die auch nicht. Irgendwas nicht mit dabei. Naja, also Steinpilze gibt es ja auch nicht. Es gibt ja sehr wenige brauchbare Dinge. So das Gefühl. Der arbeitet sich an Steinen ab. Er wird über kurz oder lang auch mit den Steinen jetzt hier vorbei sein. Hier ist noch Kupfer, da ist noch Stein. Okay. So, die Waffenschmiede ist mit ihren Eisenlanzen beschäftigt. Ich habe eine Werkzeug. Oh, genau, die Werkzeugschmiede. Wie soll ich. Was mache ich denn da mal am schlechtesten? Ich habe keine Sägen mehr. Ich habe zwei Messer. Ein paar Sicheln. Meißel. Mach mir mal zwei Sägen. Und eventuell Messer, 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 wo seid ihr da? Ja, sagen wir mal 6 Messer. Spitzhacken? Moment mal, oben liegt, glaube ich, davon noch 12. Angeblich. Mach mal 3 Messer und 3 Spitzhacken. So. Okay. Das jetzt nur mal so ganz nebenbei. Da kommt ein fortgeschrittener Soldat anmarschiert. Okay. Ach, ich werde bekloppt. Was ist denn hier los? Hier wenigstens 3 tote, fortgeschrittene Soldaten. Diese Diebe, die machen einem wirklich das Leben schwer hier. Ne? Selbst die fortgeschrittenen Soldaten haben so ihre Probleme. Geht. Das hilft nichts. Ich muss erstmal mit dem arbeiten, was ich hier irgendwie bekommen kann. Dass die Fortgeschrittenen sich noch mal ein bisschen besser durchsetzen können. Okay, die Angriffe passieren dort. Ah, sehr gut. Wenigstens etwas, das funktioniert jetzt. Zement wird hergestellt. Das heißt, kurz oder lang wird hier die entsprechende Produktion aufgenommen. Das ist schon wenigstens ein Punkt, der erfreulich ist. Sehr schön. Was haben wir können? Was fehlt ihm? Personal unverständlich. Ja, ist aber auf dem Weg. Eisenbarren. Sieht hier aus.
Eisen wird produziert. In relativ großer Zahl. Ich habe nicht genug Kohle. Ich habe nicht genügend Kohle. Stein, Eisenerz, Eisenerz. Aber keine Kohle. Da gibt es Kohle. Da kommen wir aber noch nicht dran. Glaub ich. Aber hier komme ich dran. Bergbau. Kohle. Ran da. Na. So. Jo, dann wird hier demnächst Kohle abgebaut. Es wird. Es dauert nur leider. Ich kann es nicht ändern. Ich würde es gerne. Mal eine ganz andere Frage. Wieso habe ich hier noch keine Windmühle? Weil ich mich da noch nicht hab drum kümmern können in der ganzen, mit der ganzen Geschichte hier. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich kann mich nicht nur irgendwie ständig hier um Banditen und Dieben und dergleichen kümmern. Ich muss hier auch mal ein bisschen was anderes tun. Beispielsweise Brot produzieren. Da haben wir jetzt die Windmühle in Auftrag gegeben. Wir brauchen eine Bäckerei. Ich stehe auch hin. Nee. Was mache ich? So. Hervorragend, das geht. Wir hätten eine Bäckerei in Auftrag gegeben. Wir brauchen da jetzt noch einen Brunnen für diese Bäckerei. Den setzen wir auch noch hier hin, wenn es irgendwie geht. Und wie das geht. Brunnen, Bäckerei, Windmühle, alles klar, wenigstens der Bereich ist jetzt soweit schon mal in Auftrag gegeben, das sollte klappen. Ich habe Waffen. Werden nicht angezeigt, Eisenschwert wird nicht angezeigt. Wird irgendwie alles nicht angezeigt. Du machst mal ganz flugs, wenn du mit allen anderen fertig bist. Davon noch mal so 20 Stück. Was ist mit der anderen Holzwerkstatt? Ist die auch ohne irgendwelche Aufträge? Ja. Es ist so. Das ist nicht gut so. So. Die hat auch ihren Job. Sieht jetzt hier mit aus. 9 von 10. Immerhin. Hier ist immer noch nix. Könnte auf diese Veteransoldaten switchen. Da muss aber erstmal noch hier so einiges passieren. Und hier passiert im Augenblick noch recht wenig. Solange das so ist, halte ich erstmal hier an die Rekrutierung der fortgeschrittenen Soldaten fest. Die machen mir mal hier das Leben schwer. Ihr alten Diebe, ihr. So. Ja, Wachen, genau, da war doch auch noch was. Immerhin, die sind vollständig. Und, wie weit sind wir? Noch nicht.
nicht sehr weit. Noch nicht so wirklich weit. So, was mit meinen Entdeckern? Die rennen hier ständig durch die Gegend und werden verjagt. Wo habe ich denn da den Dings gesetzt? Wir haben hier ein Banditenlager auf die Art und Weise gefunden. Vielleicht sollte ich den Fokuspunkt mal hier so hinsetzen. Mal gucken, was wir da so Schönes finden. Wahrscheinlich irgendwelche Schemen oder anderes Gedönse. Taucht dann immer gleich hier so mit 10.000 Leuten auf. Dann nicht mal so ein Bandit, nein, immer gleich so ein ganzer Schwung. Moment. Das war's für ihn. Zum Glück. Boah, hat mir 7 Wachen getötet. Ich ja gar nicht. Das sind auch noch 5. Unfassbar. Einfach unfassbar. Ich komme nicht vorwärts. Ich komme einfach nicht vorwärts. Kohle, das ist das ganze Problem. Für 2 Schmelzhütten reicht das nicht. Deswegen komme ich hier nicht voran. Tja, ist ein ganz großer Ärger. Moment mal. Ich habe hier noch eine andere Kohlehütte. Findet die überhaupt noch was? Ja, das ist nicht mehr allzu viel, aber ein bisschen ist noch. Das ist das nächste Problem. Würden hier 2 Kohle-Tagebaustätten was bringen oder Sinn machen? Ich meine, letzten Endes, die würden das halt schneller abbauen, klar, dann ist das auch schneller weg, logisch. Aber es würde die Produktionskapazität vielleicht auch ein bisschen erhöhen. Oder vielmehr den Bau beschleunigen, was ja auch nicht verkehrt ist, weil ich entsprechend Kohle brauche. Schlicht und ergreifend. Ich guck mal, was da noch zu machen ist. Jo, das geht. Das geht. Dann, Moment mal, Fokuspunkt. Den setze ich mal hier so hin. Die kriegen ihren Fokuspunkt da so hin. Und dann schauen wir mal. Ansonsten hier ist Silbererz und Eisenerz. Stein. Das, was ich hier sehe, sind Hoppelhäschen. Das
Okay. Und das sind wieder irgendwelche Diebe, ne? Ja. Die hier irgendwo ihr Lager haben werden. Zwei von zehn, ja, wollte mich doch fertig machen. Oh, Entschuldigung, da war das Mikro. Nicht schön, das ist überhaupt nicht schön. Muss hier immer vorwärts kommen. Bleibt erstmal so. Moment. Waffenschmiede. Ich mach das mal so. Nehme jetzt alles, was ich kriegen kann. Ich muss unbedingt die entsprechenden Stellen hier besetzt bekommen. So gut es irgendwie geht. Und dann halt mit den Einheiten, die mir irgendwie zur Verfügung stehen. Anders geht es nicht mehr. Ja, und ich muss unbedingt das Banditenlager hier finden. Da haben wir eins, aber das kann uns nicht alleine sein. Es muss ja noch ein weiteres herum existieren. Der Entdeckerposten. Okay, alles gut und schön. Fokuspunkt. Mal da so hin. Okay. So. Da wird Kohle abgebaut, da wird demnächst Kohle abgebaut. Hier haben wir die Steinmühle in Betrieb. Findet er eigentlich noch Stein hier? Angeblich ja, vielleicht bedient er sich auch hier. Das kann durchaus sein. Werkzeugschmiede ist erstmal soweit durch mit ihren Aufträgen. Das sieht nicht verkehrt aus. Ich würde vorschlagen, da ich keine Zangen habe. Oder erstmal so drei Zangen herstellen, sicher ist sicher. Nicht, dass ich die irgendwann dann dringend brauche und dann sind sie nicht da. Das kennt man ja.
Nur die wartet auf Material. Auf was wartet sie? Eisen. Da wird jetzt Kohle geliefert, immerhin. Sieht jetzt hier aus, da ist Kohle da und es wird weitere geliefert, das ist cool. Fertig. Habe ich hier Kohle? Nee, Stein. Jede Menge Stein. Sonst weiter nichts. Eisenerz, Silbererz, Stein, 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 Stein. Kohle. Eisenerz. Etwas Kohle, aber nicht viel, nicht wirklich viel. Und wir kontrollieren dieses Gebiet. Doch, wir kontrollieren dieses Gebiet. Okay, immerhin. Also was kontrollieren, also wir haben das aufgedeckt, wir können da was machen. Schon wieder längst rum. Schon wieder fast eine halbe Stunde hier. Und ja, ich mache im Prinzip eigentlich nichts anderes im Augenblick, als zu gucken, wo brennt es, wo kann ich was machen, wo muss ich intervenieren, wer muss wohin. Es ist wie es ist. Wir müssen erstmal durch, es ist eine sehr, sehr lange Durststrecke. Das ist mir durchaus bewusst, mäßig spannend halt für mich. Ja, na gut, ne? Ich bin natürlich mittendrin im Geschehen. Ihr seht mich hier so mehr oder weniger halt verzweifelt Dinge tun, in der Hoffnung, dass sie was bringen. Gut. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr mich hier begleitet. Für eure Unterstützung. Auch vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Brauche ich sehr. Die brauche ich sehr, um hier das Ganze zu überstehen. Das ist nicht so einfach. Ja. Okay, es ist, wie es ist. Wir müssen da durchhalten. Anders geht's nicht. Bis es soweit ist, wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.